Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Stromberg gegen 16.40 Uhr in das Stromberger Stadtgebiet alarmiert. Im Zufahrtsbereich zur August-Gerlach-Straße standen auf einer Abstellfläche mehrere Müllcontainer in Brand. Mit einigen hundert Litern Wasser ist es der Feuerwehr gelungen, das Feuer schnell zu löschen. Letzte Glutnester wurden durch das Auseinanderziehen der Überreste der Müllcontainer ebenfalls gefunden. Durch ein gekipptes Fenster im Nachbargebäude ist Rauch in dieses eingedrungen. Die Feuerwehr setzte einen Überdruckbelüfter ein, um den Rauch wieder aus dem betroffenen Zimmer hinauszudrücken. Der Einsatz der Feuerwehr war nach etwa 1,5 Stunden beendet. Die Brandursachenermittlung wurde durch die Polizei übernommen.